Hallo, Montagmorgen. Willkommen zu dieser Folge. Ihr seht, ich sitze nicht in meinem Fahrzeug. Ich sitze in Sprinter. Ich werde heute Morgen erstmal ein bisschen Bagger fahren gehen. Fahr runter nach Imsweiler an der Tunnel. Jemand hinten dran. Wenn ja, dann hat er Pech. Nach Imsweiler an der Tunnel. Dort werde ich dann LKWs laden. Das ist mal der Plan heute Morgen. Wie lange? Keine Ahnung. Ob ich das den ganzen Tag mache? Schauen wir mal. Du bist so ein Vollprofi. Und die Kamera wollte ich doch nicht festhalten. Na, fahren wir mal eine Runde und dann gucken wir mal. Ich habe mal die ganze Halterung dabei. Ja. Gucken, vielleicht kann ich halt ein bisschen Backend filmen. Zur Abwechslung. Ne? Sorry, die Kamera bleibt hier nicht stehen. Ich muss noch mal schnell an der LKW. Hab was vergessen. Wenn ich ohne bin, melde ich mich. Bis gleich. Es rüttelt. Ich bin am Walse fahren. Ja. Das wird mein Job sein heute. Gehe ich mal ganz stark aus davon. Baggerfahrer ist da, Raumfahrer ist da, LKW-Fahrer ist da. Ja. Ich habe noch nicht ein paar Radtürchen hier drin. Ah, das werde ich den ganzen Tag machen. Retour. Felsbrecherwalze. Baggerfahrer muss jetzt weg. Jetzt
gehe ich dann doch in den Bagger, machen wir diese eine Lage, machen wir noch fertig hier bis runter. Und dann setzen wir uns alle drei in die Walzen und werden dann alles mal abrüdeln. Ja. Eins nach dem anderen. Ne? Da vorne steht eine Bagger. Wie gesagt, in den steige ich jetzt ein. Immer weiter.
So, das war also mein Tag gestern. Bisschen Walze fahren, bisschen Bagger fahren. Sehr entspannt. Ja, musste keinen Kopf machen. Musste ich nicht mit anderen Verkehrsteilnehmern herumplagen. War mal okay. Heute sitze ich jetzt wieder im Bock, auf dem Bock. Hof drüben steht ein 946. Da bereite ich jetzt noch alles vor. Gummimatten und so Kramketten legen. Und den fahre ich dann runter nach Kirchheim-Bolanden ans Krankenhaus. Das ist bis heute der Plan, bis jetzt so. Sorry. Ja. Dann wie immer, keine Ahnung, was noch gibt, was noch kommt. War die Rede davon, den 336 in Bingen zu holen, bei dem übrigens ein Löffel dranbleiben könnte, ja, weil das richtig gut gelöst wurde. Nur mal so gesagt, weil das da so gelöst wurde, wie es an jedem anderen Bagger, wo ein Liquifix-Wechsler dran ist, auch gemacht wurde. Ja, es geht halt einfach. Der ist im Gespräch, dann ist Warte Brecher im Gespräch, entweder nach Kaiserslautern oder wieder raus nach Mannheim. Mannheim weiß ich nicht, ob da was geht. Da wurde gestern eine Fliegerbombe gefunden. Die wohl schon mal auf dem Kipper und vor einer Raupe war, weil da war letztes Jahr die Bundesgartenschau in Mannheim auf diesem Spinelli-Gelände und im aufgefüllten Bereich wurde diese Bombe gefunden. Stell dir vor, da fährt ein Raupenfahrwerk drüber. Egal, mache ich mir Gedanken. Tja, weil ich halt nicht weiß, ob da heute was geht, ob da abgesperrt ist oder weiß der Geier. Geh mal raus, machen wir alles fertig und dann fahren wir rüber in den Hof und laden mal die Bagge. Muss er noch das Tor zumachen. Er läuft gleich so weit nach links. Hallo, was ist mit dir los? Fahr nur.
Hier. Hallo. Danke. Nee. Gucken, ich vermute, ich komme von hinten. Da bist aber nicht so früh am Morgen. Bitte jetzt der Bagger ein Stück vorfahren. Kleinkind. Kleinkind hat sich wieder versaut, wieder schmutzig gemacht. Ah, ja. Ich wäre ja noch im Hof, ne? Ich hätte auch keine Wasser nehmen. Aber nee. Sparen. nee. So. Steht der Apparat. Bin nicht angeschnallt. Könnte gleich piepsen. Ich hoffe nicht. Ich habe noch etwa, ich weiß nicht genau, ich denke so 10 Reifen werden es sein. Habe ich jetzt noch dabei? Dann kann ich wahrscheinlich, noch nicht zu 100% sicher, aber am wohl freitags, also Donnerstag oder Freitag, wenn alles klappt, kann ich meinen Dreiachser abholen in Memmingen bei Goldhofer. Vielleicht mal noch mal anrufen die Tage. Wenn es nicht klappt, machen wir es halt nächste Woche, dann ist es halt so.
Gut. Fing schnell an. Gut. Flackung. Warum? Das hat früher hat es immer gepasst. Ja, ich habe meine Fahrhöhe hin von 1,10 Meter habe ich eingestellt. Und vorne meine zwischen 20 und 21 cm Tiefbett Unterkante. Und hier halt hoch gehoben, ich bin immer über die Kuppe gekommen und jetzt passt das nicht mehr irgendwie. Cool Plan. So, ich hab das Mikro ist jetzt hier, sorry. Ja, hab das mal vor meine Nase gemacht. Vielleicht geht's besser. Schauen wir mal. Alles Frage der Zeit.
ob der alleine losfährt jetzt. Nö. Tut. Tilt. Mal gespannt, ob und wann ich hier rauskomme. Der Gedanke war, ich fahre eine Abfahrt früher raus und komme der Rest über Land her, aber ja, sorry. Also ob die Kollegen zu uns rüberfahren. Ans Krankenhaus fahren oder nicht. Keine Ahnung. Das sieht so aus, als würden die. Ja. Okay. Oh, meine Schäfin. Lauf nicht hin. Sorry. Ist alle geiern, oder? Da vorne der nächste Kreisel. Biege ich dann rechts ab. Beziehungsweise gleich die erste raus. Und dann muss ich nur noch kerzengerade hochfahren. Dann bin ich irgendwann da. Notaufnahme von dem Krankenhaus. Geh los. Aber ich könnte da stehen. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe, dass ich da stehen kann. Ohne die Notaufnahme dicht zu machen. Kopfhörer im Auto, keine gute Idee. Hier drin in der Straße hatte man auch mal eine Baustelle, da konnte ich nur von der anderen Seite quasi rein. Und das war schon immer. Ja.
Tankstelle ging es da vorne rein. Wie gesagt, da konnte ich immer nur von oben rein, reinfahren. Musste ich außen rumfahren, hier durch den Geisel und dann, dass ich hier reinkam. Dachte, hier war eine Baugrube dahinter dran. Seltsam, na egal. So. Die kommen da oben runter geballert. Wenn ich 25 fahre irgendwo, ich krieg Vogel gezeigt, ich krieg Stinkefinger gezeigt, ich krieg weiß der Geier was gezeigt. Ja, und da. Aber das muss ich halt auch nicht verstehen. Das ist halt. Ja. So, das weiß ich nicht. Ist eine Kreuzung, ne? Muss ich jetzt geradeaus weiterfahren oder muss ich jetzt? Ich muss this way, okay. Genau. Hier sind zwei meiner Kinder geboren. Ich glaube, ich muss sogar schon hier rein. Ne? Kann das sein? Ja, genau. Ich muss sogar schon hier rein. Und ich weiß echt nicht mehr den Weg hier hoch. Ja, ist alles schon das letzte Mal schon 20 Jahre her. So. Hier steht ein Containerpress vorne dran. Was? Das ist doch nicht mehr normal, oder? Alter, es ist doch nicht mehr normal. Wie soll ich denn da? Da ist doch alles zu. Da ist ja alles zu. Ich weiß es nicht. Der ist wieder allein hier, ne? Hin.
hast du doch keinen Bock mehr, oder? Der Plan ist jetzt, wir fahren. Ich fahre wieder so ein Stück zurück. So dass die letzte Einfahrt noch vom Parkplatz frei ist. Es reicht so, oder? Und dann müssen wir noch weiter zurück. Normal ja. Kannst du dich auch einstellen dann? Ja, das geht. Wenn du zurückfährst, kannst du schön reinkommen. Ja, das geht auch so, aber ja. Du musst doch warten, dann sitzt du nichts. Du machst dann mit Absicht. Nur, dass die Einfahrt frei bleibt hinten. Da hinten rein. Geht. Normal ist deine Absicht, du machst den Mega wieder alles zubauen. Ja. Aua. So. Ich kann nicht irgendwo anders rein, ich muss hier reinfahren. Kamera im Sack die ganze Zeit. Warum vergesse ich sowas da auch? Schlimm. So, Packe steht hier drin. Haben wir reingeschafft. Hey. Weißt du, jetzt hänge ich erstmal an. Da werde ich mal anrufen. Also das hier war von der Planung, ja, haben wir uns wieder selbst übertroffen. Das kann man nicht lernen. Sie ist nicht böse gemeint oder so, sie ist einfach, ist halt einfach so. Du stehst hier vor vollendete Tatsache. Ich musste es quasi so machen, wie hier vorgegeben ist. Mit ein bisschen mehr Planung. Wäre ganz zu Anfang, wären hier zwei, drei Fahrzeuge, zwei, drei Kippsattel Recycling rein. Dann hätte man können hier eine schöne Arbeitsfläche machen, wo mindestens zwei bis drei Container stehen könnten. Aber Hätte. Boah, wo fahre ich denn rum? Gucke, dass man jemand in die Füße rumläuft. So. Lassen wir noch an. Hoffe, dass ich alles habe.
rum. Komme ich hier vorne rum? Anschlag. Anschlag. Seite. Erstmal anrufen, was Sache ist jetzt. Katastrophe. Komm, dann fahr. Jetzt fahre ich weiter nach Ingelheim, hol die 736 Planierraupe, die muss irgendwo in der Nähe von Pirmasens, aber ich muss dann erst zu Hause vorbeifahren, muss wieder abladen, muss umsatteln und dann mit dem Rampentieflader weiterfahren, weil sonst keine Entlademöglichkeit besteht. Ist irgendwie in irgendein Loch rein. Keine Ahnung. Ja, jetzt bin ich schon auf halbem Weg. Ja, jetzt, natürlich könnte ich jetzt zuerst nach Hause fahren, könnte umsatteln, aber wie gesagt, jetzt bin ich schon auf halbem Weg und muss dann eh wieder zu Hause vorbei. Und dann kann ich dann, oder beziehungsweise mache ich so, dann lade ich halt wieder ab. Sattel um, lad wieder auf und dann, ja, machen wir es halt so. Ein bisschen umständlich, aber kriege ich mal alles hin. Guckt er den Vollidiot an, ey. Guckt er den Vollidiot an. So, vorne steht die Raupe. Alles ein bisschen verzwickelt. Baue ich jetzt zusammen und dann fahre ich so drauf und dann, ja. Dann rufe ich an, was Sache ist. Und dann entscheide ich, ob ich nach Hause fahre.
Ich stehe hier in der prallen Sonne. Thermometer zeigt 29 Grad an. Allerdings halt in der prallen Sonne. So. Also gibt da noch eine kleine Änderung. Das Räubchen geht nicht nach Hause zum Umladen, sondern geht nach Mainz rüber ins Kraftwerk. Gucken, ob ich hier vorne rauskomme. Immer hier hin und durch fahren, ne? Da haben sie jetzt aber das Gerüst oder was auch immer, das ist gelagert. Kommen wir hier nicht mehr raus. Gucken, ob ich hier rauskomme. Könnte passen. Danke. So. Reicht das ohne Nachlenken? Ich hoffe doch. Sieht gut aus. Hätte mir so auf der rechten Seite, hätte ich mir so noch ein bisschen anheben, da war ich 2-3 cm tiefer. Ich hoffe, das geht gut. Ja, also, rüber nach Mainz. Könnte ich eigentlich rechts rum rausfahren, ne? Könnte dann vorne in Heidenfahrt oder wie es heißt, auf die Autobahn fahren. Aber ich fahre hier nicht raus. Ich fahre den normalen Weg raus. Weiß ich nicht, ob ich hier gleich rechts im Kreisel, ob ich da rumkäme. Nicht, wo hier die Raupe hin soll, ob die dahin in das Baufeld soll, ob die rechts in das Baufeld soll, keine Ahnung.
gar nicht, ob ich dieses Jahr doch, Anfang diesen Jahres war ich mal hier, ja. Aber seitdem glaube ich nicht mehr. Hab den Bagger gebracht, den großen. Seitdem war ich glaube ich nicht mehr hier. Ah, da hinten steht die Raupe drin, okay. Vermute, dass ich die mitnehme. Ich hoffe, dass ich reinfahren kann irgendwie. Weil ich hätte mal wieder nichts dabei oder nichts mehr dabei. An alten Reifen oder so. Gut, ich habe meine 6 oder 7 Bretter dabei noch, ja, aber sonst habe ich nichts mehr dabei. Jetzt fällt das Ding ab. Jetzt ist es so warm. Dass sich der Klebstoff hier biegt, ne? Verdammt. Sorry, wenn es gerade gerauscht hat, geruschelt. Keine Ahnung, fahr nur raus. Ich fahr dorthin. Liegt schon wieder auf der Seite. Ach, hör doch auf. Hör doch auf, da kommt was Großes. Hin ins Kraftwerk. Danke. Ciao. Wo ist denn? Ich muss doch hin. Alter. Moment, ich muss mal kurz telefonieren. Ich kann hier nicht durchfahren. Aufnahme stoppen.